Cole Tower mit dem Ravy Boy und wir haben, oh, wir haben Frankens mit dabei. An Nerving natürlich nicht so geil. Wir haben den Piggy Perk und Horder. Horder und an Nerving eher uninteressant, aber die anderen beiden Perks können wir relativ gut nutzen. Aber mal schauen, wie das hier weitergehen wird. Einen schönen Bodyblock hier rein. Dann droppen sie bitte mal ihr Item. Und loopen sie bitte mal genauso. Das mag ich nämlich sehr. Boilover. Ich habe ein bisschen Angst, dass da der Pellet Safe kommt. Deshalb bin ich da gerade ein bisschen sicherer unterwegs gewesen. Also für Boilover würde ich dich schon gerne raustunneln, ne? Ist nicht deine Schuld, aber macht mich trotzdem wütend. Macht mich trotzdem wütend. Okay, der Speed Boost ist natürlich relativ nett. Schade. Well played, aber. Und dann schaue ich einfach mal dahin jetzt. Ich hit nochmal die Lady hier. Und dann haben die meisten ihr Item verloren. Wenn du keinen Decisive hast, war das der schlechteste Play deines Lebens. Ich glaube, er hat wirklich auf the record halt auch. Also er war extremst leise. Könnte aber natürlich auch Iron Will gewesen sein. Aber holy shit, das war echt nicht smart. I'm very sorry, aber das war nicht smart. Dann sehen wir hier noch schön mit der Aura ein bisschen drumrum. Wenn die gelb wird, dann können wir schön zurückgehen, weil wir wieder wissen, dass jemand dran ist. Apply ich auch noch auf anderen Generatoren. Ah, leider aber nicht rechtzeitig. Schafft sie leider. Stark. Wir haben jederzeit einen Tunnel-Out auf unserem Homeboy. Das war echt nicht gut von dir zum Glück. Und da bekommen wir den nächsten Hook rein. Und dann könnten wir theoretisch direkt tunneln. Ich werde es mal nicht machen. Und mal auf den Rescuer gehen. Außer natürlich, wenn der Boy mir wieder in die Fresse läuft. Dann ist das aber auch ehrlich nicht meine Schuld mehr. Achso, stimmt. Hier war die Palette ja schon weg. Bitte keinen Medkit haben. Okay, es ist nicht off the record gewesen, wie es aussieht. Warum seid ihr so greedy? Drop doch ein bisschen früher. Ist doch okay, dann break ich, dann läufst du weg. Dann haben wir noch einen schönen Chase, aber... Jetzt bist du halt tot. Jetzt bist du halt tot, Lady. Einfach tot. By the way, die Kombi aus Horda und Franklins ist echt funny. Just saying, dass wir das bekommen haben als Kombi, ist schon relativ funny. Okay. Omi, ich hab dich gehört, by the way. Ist das jetzt wirklich deine Idee? Okay, du hast mich. Du hast mich überzeugt. Ich bin kurz nett zu dir, okay? Aber nur kurz. Ich will dann nicht wieder der dreckige Tunnel sein. You know? Drop diesmal, ja. Das war ziemlich obvious. Und dann gehen wir natürlich hinter der Sable her, was einfach gerade das smartere Move ist. Okay, scheiße. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr wirklich so einen Juden Fast Vault reinbekommt. Aber gut gespielt einfach, ne? Was jetzt nicht so gut gespielt ist, ist das hier, weil du bist down. Du bist auch sehr leise, ich schätze mal off the record wieder, aber vielleicht sind meine Ohren auch wieder am Arsch. Kann definitiv auch sein. Und dann schaue ich mal hinterher. Okay, du denkst dir, mit einem neuen Item bist du schon wieder besser dran? Nein, das ist gleich wieder weg. Warum seid ihr alle so greedy? Also unironisch, das ist doch nicht mehr normal.
Das war echt stark gemacht. Schöne Wind Attack. Das war schön ein bisschen abgewartet. Alles bestens hier. Da drüben wieder Horda Proc. Ich liebe diesen Modus. Ich liebe diesen Modus, ehrlich. Nochmal Horda? Ja, mit einer Chest. Let's go. Okay, ich kann theoretisch zur Chest. Ja, beruhig dich. Hingehen, aber ich werde vorher hier noch das Boon wegmachen und auch noch den Generator kicken. Das ist natürlich eine relativ unkluge Entscheidung, weil ich noch in der Nähe bin, aber okay, shit happens. Das war auch nicht allzu strong. Warum spielst du so wack? Muss doch ein bisschen strong spielen. Hallo, hallo, bitte, unangenehm. Oh, ich wollte auch wieder ein bisschen greedy sein, okay. Ich geb's ja zu. Okay, rein da, weiter hier. Lady. Sie hat, glaube ich, ihren Lebenswillen verloren. I'm so sorry. I'm very sorry. Okay, rauf mit dir hier. Ey, ich hoffe wirklich, dass das irgendwann mal ein dauerhafter Modus bleiben wird. Beziehungsweise sein wird, was für bleiben wird. Schön. Ich hoffe sehr drauf. Nee, Bro, jetzt reicht's irgendwann auch mal mit der Nettigkeit. Jetzt nein. Nein, jetzt reicht's auch mal. Irgendwann ist es genug. Sie hat wirklich Dead Heart. Ich warte wirklich ab und sie hat ehrlich einfach auch Dead Heart. Crazy. Einfach wild. Ey, wieder eine strong funny Runde. Mag ich. Aber diese greedy Survivor. Ihr seid so greedy. Wie kann man so greedy sein? Ja, Boilover wird dir hier auch nicht allzu viel bringen, leider. Aber es ist trotzdem ein nerviger Perk. Rauf und geht raus. Ich finde die Perks jetzt natürlich nicht so geil oder so. Aber ich finde es halt einfach funny, so mal Perks zu runnen in ganz, ganz komischen Kombinationen, die man ansonsten halt eigentlich nie sieht. Es ist einfach funny. Es ist einfach funny. Ich liebe den Modus und es sieht bislang auch sehr, sehr gut aus mit dieser DBD-Series. Da geht natürlich auch noch ein GG raus und mal schauen, was ihr jetzt noch alles mit dabei hattet. Okay, Adrenaline wäre mit dabei gewesen. Dead Heart, Background Player. Was habt ihr alles? Und er hatte wirklich Iron Will, okay. Decisive und off the record plus Windows plus some. Die cheaten. Was?